Holland, steht neben mir der Herr Steffinger. Das ist jetzt der vierte CSU-Kandidat bis jetzt, aber jetzt kann man eigentlich schon sagen, Bundestagsabgeordneter, und auch schon, glaube ich, gratulieren. Ich erkläre es gleich, warum. Weil Sie haben jetzt im Münchner Osten 44,5%, eine Verbesserung um 8,1%, liegen mit 69.000 Stimmen. Ja, doch, also sehr, sehr deutlich vor ihrer Mitbewerberin, der Frau Tausend von der SPD. Also glaube ich schon, dass man inzwischen gratulieren kann. Ja, ich denke schon, da kann eigentlich nicht mehr so viel schief gehen. Jetzt haben Sie ja ein schweres Erbe angetreten. Ja? Ihr Vorgänger war, der Frankhauser, war ja doch ein sehr honoriger, langjähriger, bekannter Bundestagsabgeordneter. Wie haben Sie es das geschafft, dass Sie jetzt nochmal 8% zulegen? Also zum einen möchte ich mich auch beim Herbert Frankhauser herzlich bedanken für seinen Rat und seine Unterstützung während der ganzen Wahlkampfzeit. Das war wirklich vorbildlich, muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, dass es mir gelungen ist, dass es der CSU im Münchner Osten gelungen ist, eine Kampagne zu starten, die alle Bevölkerungsschichten abdeckt, die alle anspricht, die alt und jung anspricht. Das war auch mein Ziel von Anfang an, dass ich gesagt habe, auch gerade als junger Kandidat möchte ich für alle Generationen da sein, weil gerade am jungen Kandidaten wird er dann oft auch unterstellt, der ist dann nur noch für die Jüngeren da, aber das ist genau eben nicht der Fall, sondern ich möchte für alle Generationen Politik machen im Deutschen Bundestag, und das habe ich immer bei allen Veranstaltungen, ob im Schülerzentrum oder im Seniorenheim deutlich gemacht, und ich glaube, dass das einfach mit zu diesem Erfolg auch beigetragen hat. Mhm. Wenn man sich jetzt das anschaut, wer die meisten Verluste in ihrem Wahlkreis hat, das ist der FDP mit über 10%. Meinst du, dass viele Stimmen da zu Ihnen rübergewandert sind? Das kann ich durchaus, denke ich durchaus, dass das auch der Fall sein wird, ja, weil anders geht es nicht. Also 10% sehe ich hier gerade, genau. Als letztes Mal muss man aber auch dazu sagen, hatte die FDP hier im Bundeswahlkreis ein sensationelles Erststimmenergebnis. Mhm. Der damalige FDP-Kandidat hatte auch einen wahnsinnigen Erststimmenwahlkampf gemacht. Ja. Und von daher war das überdurchschnittlich gut als letztes Mal. Wenn Sie jetzt das erste Mal im Bundestag einziehen, wie stellen Sie sich das da vor, den Betrieb dort? Ja gut, ich muss sagen, da bin ich der CSU auch sehr dankbar, dass wir von Anfang an dass sie von Anfang an die jungen Kandidaten mit eingeführt hat und auch als Ansprechpartner auch die amtierenden Abgeordneten immer zur Verfügung standen. Und das, von daher werden wir da schon gut eingeführt. Es ist natürlich was Neues, das ist wie wenn man einen neuen Job antritt, dass man natürlich erst einmal ein bisschen aufgeregt ist und schauen muss, wie das alles funktioniert und wie das alles ist. Aber ich bin da ganz zuversichtlich und weiß auch, dass die CSU-Landesgruppe, dass die amtierenden Abgeordneten uns Neulinge da auch bei der Hand nehmen und ein bisschen zeigen, wie der Laden funktioniert. Und wenn Sie jetzt einen Wunsch frei haben, was wäre denn dann als junger Bundestagsabgeordneter lieber? Alleinregierung oder Koalition? Ja, selbstverständlich die Alleinregierung. Okay. Sie sind ja schon im Wiesn-Outfit. Haben Sie schon gefeiert auf der Wiesn oder ging es jetzt erst feiern? Nein, ich war halt nicht auf der Wiesn, also. Aber meine Wahlparty ist unter dem Motto München-Berlin. Okay. Und dann habe ich gesagt, als gebürtiger Münchner muss ich natürlich in der Lederhosen unterwegs sein. Okay, dann feiern Sie noch schön weiter heute. Genau, gell? Das machen wir. Viel Spaß noch, gell? Wiederschauen. Für gut. Das ist ein Besorgnis, wenn wir draußen sind.